Ubisoft. South Park Digital Studios. Powered by Snowdrop. Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play bei mir auf dem Kanal. Ja, ich weiß, es war lange, lange Zeit ruhig bei mir. Ich glaube fast jetzt ein Jahr, lag aber daran, dass ich viele private Geschichten am Laufen hatte. Und ach, das gehört alles nicht hin, ist auch scheißegal. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder zurück und mit einem Spiel, worauf ich mich weit über ein Jahr extrem drauf gefreut habe, und heute ist es endlich soweit. Und zwar willkommen zu South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Ja, endlich ist es soweit. Ich freue mich. Ich habe richtig Bock und wird geil werden. Und ich drücke jetzt mal einfach ohne viel Vorgeplänkel. Spiel. Achso, auf Spiele. Laden. Liest. Achso, Futzen. Ubisoft San Francisco. In Zusammenarbeit mit Ubisoft Osaka und Massive Entertainment. South Park Digital Studios. Gekackt. Was schreist du denn so? Wir hätten sie schützen sollen, die schutzlosen Bürger. Runter vom Auto, du kleiner Pisser! Aber politische Differenzen hatten die Superhelden gespalten. Wir sind zwei Lager im Krieg. Aber Krieg wird unsere Stadt nicht retten. Eine Zeitreise ist meine letzte Hoffnung. Mythen erzählen von alten Zeiten. Von einem König, der sein Reich einte, das von einem mächtigen Stab zerrissen worden war. Hallo, Schatz. Schnauze, Mom. Keine Zeit zu verlieren. Ich reise in die Vergangenheit, verändere die Gegenwart und finde die Katze. Und vielleicht kann ich auch so ungeschehen machen, was aus uns geworden ist. South Park, The Fractured Butthole. Yay, endlich. Ja! Und damit willkommen, ich glaube, zur Charakter-Einstellungstype. Wir machen uns einen Charakter. Schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, was ich hier. Worauf ich Bock habe. Ob irgendwas richtig hart abgefuckt ist. Wir spielen übrigens die Collector's Edition, also ich habe mir halt die Collector's Edition geholt und habe auch schon über das Ganze auf Ubisoft, habe da auch schon ein paar Sachen, durfte ich freischalten. Das sieht eigentlich ganz hübsch aus, oder? Wie drehe ich den so? Obwohl eigentlich, so sehe ich morgens auch, wenn ich aufstehe. Ha, finde ich gut, nehmen wir. So, welche Haarfarbe wollen wir? Ich habe keinen blassen Dunst. Ich bin ja eh farbenblind, also von daher ist das mir auch relativ eins. Ein schönes Feuerrot. Also, nehmen wir erstmal, bleiben wir. Wir können ja gleich nochmal. So, Make-up.
Und da sind dann so, oh Gott, nee, kein Make-up, Bärte. Drei Tage Bart, ne? Ja. Und eine stylische. Meine 4X. Ja, doch, eine stylische Brille muss auf jeden Fall sein. Kleidung. Ah, okay. Das ist das Cape. Es ist so hautfarben, ne? Ich glaube schon. Gut, ich sehe 90% der Farben nicht. Das sieht alles für mich. Ich glaube, ich nehme mal so was. Und was nehmen wir hier für eine Farbe? Ah, okay. Sieht doch scheiße aus. Müsste schwarz ja eigentlich sein, ne? Und dann so ein schönes gelbes Cape dazu. Standard, aber drauf geschissen. So. Ende. Ach, die können wir auch noch, okay. Und dazu gibt es noch so schöne rosane Handschuhe oder was auch immer das für eine Farbe ist. Ja. Ja, kann man, glaube ich, mitarbeiten, oder? Ich denke mal schon. Und weiter. Schwierigkeit. Sorge, das wirkt sich nicht auf den Kampf aus, nur auf dein ganzes restliches Leben. Ah, schön. Schön. Ich denke mal, also leicht sind wir ganz weiß und schwer ganz schwarz. Finde ich schön. Aber ich würde mal sagen, wir nehmen hier Mittel, also normal. Ne? Erstellen. Die Mauren greifen an! Sie sind überall! Lass sie nicht zu unserer Basis! Zu spät! Sie haben das Kastell gestürmt! Ah! Sie haben die Basis! Schlag sie zurück! Auf die Mauren! Ihre Rüstung ist zu stark! Sie tragen Fahrradhelme! Wo ist der König? Ja. Der ist gerade kacken. Halte und drehe richtigen Punkt und RT zum Starten, okay? Halten. Okay. Links drehen. Ey, wundert euch nicht, dass da jetzt die ganzen Sachen. Kackmeister. Das sind jetzt die ganzen Sachen, die ich halt schon über den Store mit ein paar Punkten freischalten konnte. Wir spielen das Ganze halt über Ubisoft. Na, also. Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo, mein Schatz. Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja. Oha, Papa. Sieh mal, du hast ein Handtuch dabei. Hey Mann, ich bin Tauli, dein Spielkamerad. Ich werde dir ab und zu Tipps geben, weil, naja, wer mag denn keine Tipps, stimmt's? Na gut, wir sehen uns später. Ja gut, Tauli habe ich auch mit dabei, war halt in der Collectors Edition mit dabei. Und was haben wir gekriegt? AA-Batterien und ein Teppichmesser. Aha. Was macht Papa da? Holt was raus. Der isst was. Ist das vielleicht?
Er ist immer noch. Er ist immer noch. Oh mein Gott. Gut, gucken wir Papa nicht mehr zu. Ja, ich habe den Vorgänger natürlich auch gespielt. Ist ja selbstverständlich, ne? Klebeband, Labschaum, Stoffballen, alles bekommen. Satt Spielkarten bekommen. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob wir das Ganze in Deutsch, also, ne, ihr habt ja mitgekriegt, alles auf Deutsch hier und so weiter und so fort. Ich will vielleicht gerade mal kurz, einmal, ich weiß, eigentlich macht man das nicht, aber das ist doch, wird das gerade sehr leise. Es ist gerade ein bisschen friemelig, es tut mir leid, eigentlich mache ich das immer vorher, aber vorher war es so laut und jetzt ist es irgendwie mir das so extrem leise vor. So, sollte jetzt einigermaßen besser sein. Ja, ihr seht, ne, wir sind ja gerade drin, ich kann es jederzeit umstellen. Ich weiß nicht, ob wir es die ganze Zeit auf Deutsch spielen werden. Mann, ist das. Verstecktes Messer-Artefakt, okay. Das sind jetzt Vorbestellergeschichten und so weiter und so fort. Wildstreifenkostüm. Hier sind Findermaske. Die Königsrobe und das Prinzessin-Kenny, das ist wieder aus der. Oh, und hier eine Menge Schrott bekommen. Okay. Oh. Na gut, damit kann ich angreifen, springen kann ich nicht, dann geht's weiter. Aber wie ihr seht es ja, ist jetzt das allererste Mal, dass ich spiele. Flyer, holt euch Kabel. Wie mit Ginger, laktosefrei, nicht? Ich hab nur was im Auge. Ja gut. Schatz, geh raus zum Spielen. Ja, und wenn ich nicht möchte? Oh, es klopft. Aber erst gucke ich da noch rein. Ein Akku. Mein Herr, die dreckigen Mauren wollen Castel Cooper in ihre Gewalt bringen. Du musst kämpfen, Herr. Wir brauchen dich. Ach komm, Alter. Ja. Wo willst du hin, Herr? Das ist das Ende der Welt. Ja, ich bin doch da. Hier, und wo jetzt hin? Hier? Kann ich nicht da erst noch reingucken? Nö. Nee. Ja. Gerade in die Stadt gezogen und wirst gleich König? Ich glaube eher, du bist eine kleine Muschi. Gib dem Mauren eins aufs Maul, Herr. Ja, lass dir das nicht gefallen. Vorwärts kann ich. Erteil ihnen eine Lektion. Drücke X, um deine Kraft auszuwählen. Ja. Kann mich ein bisschen bewegen. Jetzt drücke ich mal X. X ist da. Drücke A, um deine Kraft einzusetzen. Ich habe ein ziemlich mieses Gefühl. Kräfte mit Rückstoß können zusätzlichen Schaden verursachen, indem sie Gegner und andere Gegner, Verbündete oder Objekte in andere Gegner, Verbündete oder Objekte schleudern. Okay. Hammer. König ist unbesiegbar. Okay, mach sie richtig fertig. Und bam, bam. Jetzt ins Gesicht, Junge. Au, wir können ihn nicht aufhalten. Mach die Wachen des dunklen Hofs bereit. Wow, hast du gesehen, wie krass der König ist? Niemand ist so stark wie er. So, geht's weiter? Jawoll. Du schaffst uns nicht alle. Ja. Greifst du einen Gegner zuerst an, hältst du einen Kampfvorteil, wodurch du erster, zuerst am Zug bist. Jawohl. Die vollständige Kampfreihenfolge wird dir in der Zeitlinie unten rechts angezeigt. Ja, es ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen rundenbasiert oder anders als im ersten Teil.
Die verschiedenen Kräfte wirken sich auf unterschiedlichen Bereich des Schlachtfeldes. Bla und blub. Du siehst die Reichweite einer Kraft in der Grafik unter ihrem Symbol. Mhm. Ich wäre dran gewesen. Jeder König hat einen Kampfvorteil. Der darf zuerst. Ja gut, nicht jetzt Y. Okay, wenn ich jetzt hier angreife, warte mal, das geht. Dann treffe ich die beiden, alles klar. Und A drücken. Wow. Zeig's ihm, König. Das ist ja unmenschlich. Mach nichts, sind ja nur die Bösen. Stimmt, weiter, König. Jawohl. Die Mauren sind unaufhaltsam. Y hat jetzt Cooldown. Ein Sonne. Wenn ich jetzt hier hingehe. Ich muss leider ein Feld weiter vorne stehen. Den könnte ich töten. Also, was heißt töten, aber. Niederstrecken. Nein, werden sie nicht. Die werden siegen. So. Jetzt treffe ich die beiden. Ja. Treffe ich. Und furz. Oh Mann! Das kitzelt den König nicht mal. So, jetzt machen wir wieder X. Kriege ich beide weg, ne? Aber nur. Ich mache erstmal den weg. Ein kühler Hieb, König! Ich bin ja auch der König, Junge. So, X. Und dann den kriegen wir auch weg. Und bam! Ins Gesicht. Los, wir müssen ins Kastell. Jawohl. Geht zur Seite oder sterbt. Wir gehen durch diese Tür. Niemals. Ach ja, und warum nicht? Das alles hier vorne ist Lava. Oh Mann, echt jetzt? Das ist alles Lava? Ja, alles von hier bis da ist Lava. Da könnt ihr nicht durch. Los jetzt, gehen wir rein. Geht nicht, die sagen, alles vor der Tür ist Lava. Oh, das ist voll unfair. Was machen wir jetzt? Was macht ihr jetzt? Ihr sterbt. Lasst den Drachen los. Oh nein, ein Drache. Scheiße, wir werden sterben. Ein Drache? Wir sind am Arsch. Das ist der Drache, der brüllt. Gegner können dich angreifen, während du etwas untersuchst. Gerätst du in einen Hinterhalt, gehört dem Gegner automatisch der erste Zug. Er ist sauer. Oh Mann, ist der immer noch nicht tot? Oh, warte. Ach, was ist das denn jetzt? Das ist ja. Voll das komische. Hä? Kann ich das. Oh Mann, das ist ja jetzt voll komisch, das Kampffeld. Inga, wie sieht's hier aus? Machen wir den, ne? Machen wir den. Wow, hat er gerade einen Drachen angefurzt? Ja, auf jeden. Feueratem los! Die gestreiften Felder zeigen die Schadenszone eines bevorstehenden Angriffs an. Verlasse diesen Bereich, um nicht getroffen zu werden. Mach bloß den Feueratem aus! Ah. Bleib nicht da stehen, wo er dich erwischt! Okay, wenn du bereit bist, einen Zug zu beenden, halte RB. Das ist jetzt RB? Diese Taste, okay. Wie mit dem X-Controller. Nee, mit dem. Okay, wenn ihr Feueratem kriegt, dann kriegt unser König den Hammer der Gottesherrschaft. Keiner hält den König an! Auto! Auto! Runter von der Straße, Drecksplagen! Okay! Entschuldigung. Wo geht denn das jetzt hin? Ja? Ich mach mal. Hallo? Hä? Ich geh hier hin. Geh. Untertan.
Wieso geht denn das nicht? Hä? Bin ich jetzt zu blöd? Wie gesagt, ich spiele mit Xbox-Controller und... ...halt einem Untertan eine kräftige Abreibung. Ja. Y und X gehen nicht. Dann gehe ich jetzt mal hier hin. Und ich drück A. Ja, gut, dass das so gut funktioniert. Ich beende mal den Zug. Es geht nur ein Feld vor. Und ich lasse den Drachen angreifen. Ah, das habe ich nicht gesehen. Okay. Dragon Slayer. King Douchebag. Aus dem ersten Teil, versteht er? Oh mein Gott, er hat den Drachen besiegt. Unglaublich. Das Kind ist der Wahnsinn. Juhu. Drücke X, um gegen gesprungene Objekte zu schlagen. Okay. Wenn es einen Weg durch die Garage gibt, wird der König ihn finden. Ja, nur der König kann den Geheimweg durch die Garage finden, also falls es einen gibt. Wow, König Saftsack ist so ein guter Kämpfer. Habt ihr gesehen, wie er die Leiter hochgeklettert ist? Ja. Er ist wirklich der mächtigste König aller Reiche. Oh. Scheiße, er ist Wahnsinn. Oh. Ich dachte, der König macht einen coolen Stunt, aber dann kann nur das. Du bist tot. Ernsthaft? Okay, wir versuchen es nochmal. A drücken. Sprich, Bade, was ist mit dem Stab der Wahrheit geschehen? Der Zauberer ließ ihn ins Meer werfen. Lügner, du wirst den Zorn der Mauren spüren. Rührt ihn nicht an, ihr Heiden. Gebt den Baden frei, sonst bekommt ihr es mit dem König zu tun. Der König. Es heißt, er tötet Drachen mit nur einem Hieb. Ganz recht, und wenn ihr nicht... Moment, wo ist der Zauberer? Ich dachte, er wäre bei euch. Nein, wir haben vorhin einen Notruf von ihm bekommen. Der Zauberer ist fort. Mein Name ist Kuhn, ich komme aus der Zukunft. Hey, wir wollten das nicht mehr spielen. Ja, wir sind verfeindet, was soll das? Ich sag's euch. In meiner Zeit herrscht das Verbrechen und Katzen verschwinden. Ich muss das Team wieder zusammenbringen. Hey, nicht einfach das Spiel wechseln, wo ist der Stab der Wahrheit? Halt's Maul mit dem Scheißstab. Eine Katze ist in Not, mit der wir das neue Verbrechersyndikat finden. In der Zukunft. Syndikat? Klingt eine Nummer zu groß für Kuhn und Friends. Willst du etwa, dass die scheiß Freedom Pals die Katze finden, $100 einstreichen und ihr Superhelden-Franchise berühmt machen? Fick die Freedom Pals, Alter! Genau. Schatzi Pups, es klingelt ganz laut in deinem Spielzimmer im Keller. Der Kuhn-Alarm. Kommt, Kuhn-Freunde, holt euer Zeug und meldet euch im Kuhn-Versteck. In der Zukunft. Kuhn und Friends sammeln! Sorry, ihr könnt nicht mitspielen. Wir sind jetzt Superhelden und ihr Loser. Oh Mann. Der Thronsaal. Ach, schön. Es ist zwar schon Ewigkeiten her, aber schön. Wir könnten alle zu mir gehen und deprimiert Löcher in die Luft starren. Ich bin Debri. Ich wollte lernen, wie man Pfeile befiedert. Oh, der Arme. Oh. Ich wollte mit dem anderen noch sprechen. Weil der Star Trek spielt, ich bin Spock. Och nö, auf Star Trek, aber... Wizard Stump, der Zauberer. Stumpf, ach wie schön. Super Keep, komm ich da hoch? Jawohl. Ach schön. Ich freue mich. Ach, was ist das schön. Oh, hallo. Die Jungs sind in ihrem Spielzimmer im Keller. Gut, danke für den Tipp. Aber erstmal hier alles. Alles mit dem Goldgriff kannst du öffnen. Probier's aus. Danke, Tauli. Das wusste ich aber schon. Aber ich hoffe nicht, dass das jetzt die ganze Zeit so ein dämlicher... Ich gebe dir Tipp, Scheiß ist, weißt du, wie ich meine?
Voll keinen Bock drauf. Achso, im Keller, sagte er, ne? Okay. Hast du dich ausgesperrt? Leider hat der kleine Eric die Tür mit einem Schloss gesichert, damit ich nicht reinkomme. Bestimmt hat er den Code hier irgendwo aufgeschrieben. Danke für den Hinweis, junge Dame. So. Wo gucken wir am besten? Oh. Gedicht, ich war nicht die Kugel. Ja, Katze haben wir auch gestrichen, sehr schön. Dann gehen wir mal in Cartmans Zimmer rein. Erstmal alles durch. Aha, ein bisschen hiervon, ein bisschen. Coon and Friends. Der Zaubererhut. Und der Stab, glaube ich, aus dem ersten Teil, ne? Ach, schön. Wir kennen hier nicht allzu viel. Ach, da unten sind die Chicken Bites aus der... Ach, schön, Coon Donuts. Ich glaube, so viel... Glaube ich, hier ein bisschen mehr auf Kuhn ausgelegt alles, ne? So, was haben wir hier? Achso, das ist der Schrank. Und die Zeitmaschine anscheinend direkt. Drücke X, um gegen gesprungene Objekte zu schlagen. Ja, machen wir gleich. Wenn ich hier was... Ach, da. Cartmans Tagebuch. Cartmans Tagebuch. Okay, Shitlist, Kai, Mom, Clyde, David, PC, PC, Principal, ja, es könnte sein, Los Angeles Clippers, Denver's Nuggets, okay, ja, Beware, do not open, Coon only, fick dich, Mom. Code. Okay. Zugangscode für das Kuhn-Versteck. Zugang Gegenstand. Das ist ein Schlüsselobjekt. Könnte wichtig sein. Alter, geh mir jetzt bloß nicht auf den Sack, ey. Leid, irgendwas ein bisschen hiervon. Internet geht auch. Sehr schön. Alle online. Hier war ich schon. Gehen wir mal in Mamas Zimmer. Handbuch für Rohrarbeiten. Ja. Dreck, Hengst, Arschstöpsel. Ja. Nein. Alles klar, Kumpel. Wenn du ein Badezimmer betrittst, solltest du ruhig auch mal auf den Topf gehen. Auf der Toilette gibt es feine Sachen für dich zu holen. Viel Glück, Kumpel. Bitte nicht. Abführmittel gekriegt und irgendwas anderes. Bitte nicht, Holly. Ich krieg einen Anfall, aber erstmal. So. Richtige Position finden. Herr Täter. Alter. Okay. Und Druck aufbauen. Jawohl. Uiuiui, das ist echt. Alter. Herauspressen. So rum. Scheiß die Wand an. Alter. Schließmuskelfrucht. Bio-Gefangengut. Alles klar. Alter, ja, ich sag... Ja, Officer. Irgendjemand hat anscheinend Lava vor meine Tür gekippt. Nein, sie ist nicht heiß, aber mein Sohn hat mich gewarnt. Er meinte, Mom, fällst du in den Lavasee, schmuggelst du wie Frikassee. Ja, stimmt. Er hat auch gesagt, Mom, fällst du in den Graben, dann fressen dich die Raben. Woher wissen sie das? Wie bescheuert. Dich. Dich. Mom. Was war das Passwort, ne? Fick dich, Mom. Ja.
Vielleicht sollten wir ins Raisins gehen. Die Kellnerin könnten was wissen. Das reicht nicht, Mosquito. Wir müssen schnell handeln, bevor es die Freedom Pearls tun. $100 Belohnung. Die könnte unser Superhelden-Franchise gut gebrauchen. Die Katze sieht ziemlich alt aus. Vielleicht liegt sie ja tot im Straßengraben. Jungenkeit, muss ich dich daran erinnern, dass die Freedom Pearls schon 100 Follower auf Instagram haben? Wir haben 6. Uns 5 und Billy Turner, und der hat rote Haare. Wir brauchen einfach mehr Follower. Aber wo sollen wir suchen? Die Katze könnte überall sein. Wir müssen uns aufteilen. Mosquito, schwirr los und such die Stadtparts ab. Alles klar. Mosquito schwirrt. Humankind, sieh dich in den Bäumen um. Und du checkst die Gullis, Super Crack. Wusch! Super Crack! Blitzfreak, du flitzt mit deiner übermenschlichen Schnelligkeit zur Bürgermeisterin und sagst ihr, wir sind dran an dem Fall. Keine Sorge, Kuhn. Verlass dich drauf. Blitzfreak wird da sein wie der Blitz.